Hallo, meine lieben Filmefreunde, wie ihr schon sehen könnt. Es ist auf jeden Fall eine weiße Maus, aber es ist nicht Snowball, die ihr noch aus dem letzten Video kennt. Die ist leider gestorben vor einiger Zeit und ich habe dazu auch kein extra Video gemacht. Aber ich habe jetzt neuen Zuwachs bekommen und es ist nicht nur eine, sondern es sind insgesamt 5 weiße Mäuse. Ich zeige euch die mal. Einmal die, dann habe ich hier im Häuschen noch. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt... Das ist die zweite. Und dann sind sie hier hinten in dem Häuschen auch noch welche. So, seht ihr, da sind auch noch mal 3. Also insgesamt 5 Stück habe ich seit gestern. Die eine ist noch ganz klein. Und ist voll, also sie verstehen sich alle super. Und ja, ich mache das schon seit einiger Zeit, kann ich euch sagen. Also, dass ich die weißen Mäuse auch wirklich aus der Tierhandlung hole, weil ich die ja gerne retten möchte. Weil ganz viele kaufen die ja für ihre Schlangen und so Lebenfutter. Das finde ich nicht so toll. Und ja, bei mir haben sie ein gutes Zuhause. Alle sind glücklich. Und ja, ich wollte euch die alle mal zeigen. So, dann habt ihr jetzt erstmal alle Mäuschens gesehen. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso wie mir und ihr findet sie süß. Also ihr könnt euch schon darauf einstellen, dass es in Zukunft ein paar mehr Mäuschen-Videos geben wird. Und ich wünsche euch dann noch einen ganz tollen Tag. Wem das Video gefallen hat, kann mir gerne den Daumen nach oben geben. Und wie immer, wer mich noch nicht abonniert hat, kann das auch gerne tun. Anschließend folgen gleich noch die Videos aus der Zoohandlung. Also bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao. Mehr ungepflegt werden in der Gruppe. Kann man auch gut dafür noch nachvollziehen. Drei dimensional einrichten, mit zwei, und so wie wir das hier schon gemacht haben, klettern halt sehr gerne und auch sehr gut. Sind so Mischköstler, also vom Zucker her. Kann ich nicht sagen, dass wir Zucker dann auch sind. Thank you.